Und ich darf Ihnen heute auf jeden Fall noch eine kleine Freude machen und Ihnen verraten, dass Sie zu einem exklusiven Kreis von Interessenten gehören. Okay. Weil wir ein ganz besonderes Angebot haben. Ja, was denn? Ich habe doch eine Frage. Ja? Wo haben Sie eigentlich die Werbeerlaubnis her? Welche Werbeerlaubnis? Mich anzurufen. Ich habe dafür, soweit ich weiß, keine Genehmigung erteilt. Hallo, ich grüße euch. Ich bin gerade aus dem Kurzurlaub wieder rein und da klingelte auch schon wieder das Telefon. Heute habe ich ein ganz besonderes Angebot bekommen. Bevor wir loslegen, wollte ich mich aber zunächst einmal über den Zuspruch und den steigenden Abos bei euch bedanken. Vielen Dank, dass ihr immer mehr werdet. Wenn bei dir das Knöpfchen unter dem Video derzeit noch rot leuchtet, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mit einem Klick den Button grau einfärben würdest. Dann verpasst du auch in Zukunft keine neuen Videos mehr von mir. Und nun legen wir los. Hallo. Hallo, guten Tag. Herr Gerold Steiner am Apparat? Ja. Name ist Marina von Grünland. Ja, Sie hatten vor einiger Zeit an großen Netflix-Gewinnspiel teilgenommen. Ja, kann sein. Am 4.9. Und ich darf Ihnen heute auf jeden Fall noch eine kleine Freude machen und Ihnen verraten, dass Sie zu einem exklusiven Kreis von Interessenten gehören. Okay. Weil wir ein ganz besonderes Angebot haben. Ja, was denn? Und zwar handelt es sich um ein Dankeschön-Paket. Zu meinen, Herr Steiner, erhalten Sie ein Filmgutschein von Video City im Wert von 59,88 Euro geschenkt. Okay, was kann man damit machen? Ja, also unsere Gutscheine schicken wir Ihnen in Verbindung mit einem Magazin Ihrer Wahl und das Ganze eine Sonderaktion ist. Bekommen Sie das Heft dann vor nur selbstverständlich zum kostengünstigen Verlagspreis. Ja, und was kann man mit dem Gutschein machen? Ja, das ist ein Filmgutschein von Video City. Okay, das sagt mir gar nichts. Wo löst man denn den ein? Videoseite, können Sie in Google, ne? Ja. Schauen. Großes Netflix-Gewinnspiel also. Wie kommen wir eigentlich auf den Gutschein von Video City? Aber gut, das kennt man ja schon. Ich denke, wir wissen alle, dass Netflix hier niemals an diesem Gewinnspiel überhaupt beteiligt war. Und damit man jetzt irgendwas in diese Richtung anbieten kann und das Ganze glaubwürdig erscheinen soll, kommt man mit diesem komischen Gutschein. Ich habe mich mal über die Internetseite Video City ein wenig schlau gemacht. Die Webseite von Video City sieht aus wie aus dem letzten Jahrhundert und ist eine Webseite, auf der man sich uralte Filme auf DVD nach Hause bestellen kann. Und mal ganz davon abgesehen, ich weiß nicht, wer hat überhaupt noch ein Videoabspielgerät für DVDs zu Hause? Also ich zumindest nicht und ich denke mal auch viele andere nicht mehr. Dementsprechend ist das Ganze auch überhaupt nicht mehr brauchbar. Aber wir wissen alle, es ist auch garantiert wie immer, dieser Gutschein ist nicht mal das Papier wert, auf dem er überhaupt gedruckt ist. Aber wir kennen das ja nicht anders. Von den Reisegutscheinen, von den anderen Abzockern ist es ja genau das Gleiche. Doch, die haben 4500 Kanäle. Sie können Filme schauen, zum Beispiel. Okay. Ja. Das ist wie bei, kann ich sagen, wie bei Amazon Prime. Okay. Ja. Und Herr Steiner, ich denke, Sie geben mir recht. Da haben wir uns wirklich etwas sehr Schönes einfallen lassen. Da macht man definitiv nichts verkehrt. Jetzt ist nur die Frage, was lesen Sie gerne? Den Playboy würde ich gern haben. Wie bitte? Den Playboy würde ich gern haben. Playboy haben wir nicht. Ach, das ist ja schade. Sie haben mich ja gefragt, was ich gern lese. Wie bitte? Das ist schade, sage ich. Sie haben mich ja gefragt, was ich gern lesen würde. Ich kann schauen, aber Playboy, Ja, gucken Sie mal nach. Normalerweise haben wir schon, aber jetzt zurzeit ist nicht dabei. Ja. Wann ist er denn wieder dabei, wenn er sonst normalerweise dabei ist? Auto, Motorsport, PC-Welt, TV, Wirtschaft, Essen, Trinken, Haus, ne? Ja, keine Ahnung, was ich da so nehmen könnte. Zum Beispiel Fokus, Stern.
Haben Sie denn die Eisenbahnzeitschrift? Eisenbahnzeitschriften? Nein, haben wir leider nicht. Was gibt es denn sonst noch so? Ja, was lesen Sie gerne so ungefähr, dann kann ich schauen. Eigentlich lese ich gar nicht. Wenn, dann gucke ich mir so im Playboy die Bilder an, da muss man ja nicht viel lesen. Ja, okay, Playboy können Sie auch auf Internet schauen, ne? Live. Nee, den Playboy kann man nicht live im Internet schauen. Den kann man im Internet abonnieren, ja. Aber ja, dann müssen Sie zahlen, ja klar. Ja, genau. Und bei Ihnen gibt's den ja leider nicht. Playboy haben wir leider nicht. Okay. Tja, was gibt's denn sonst so? Ja, Sport. Nee, sportlich bin ich nicht. Okay, Playboy, Mann, ne? Aber haben wir leider nicht. Ja. Und sonst? Ja. Außerdem? Was haben Sie denn da? Der Spiegel, die Zeit, Euro am Sonntag, Fokus, Stern, Wett am Sonntag. Oh ja, der Stern, der klingt ganz interessant. Den könnte man doch nehmen. Stern? Mhm. Okay, wie lange? 6 Monate kennen Sie oder 12 Monate? Ja, wenn es nichts kostet, nehme ich den 12 Monate. 12 Monate kostet 244,40. Ach du Scheiße, ich dachte, ich krieg das geschenkt. Sie bekommen Gutschein geschenkt. Ach so, ach ja, das mit den Videos. Und unsere Gutscheine sind in Verbindung mit dem Magazin. Das bedeutet, Magazin müssen Sie zahlen. Und wie viel Wert hatte der Gutschein? Wie bitte? Wie viel Wert hatte der Gutschein? Der Wert 59,90. 59,88 Cent, also fast 60 Euro. Das heißt, ich kaufe für 200 Euro eine Zeitschrift und krieg 50 Euro. Wo ist ja, da jetzt das Sie Angebot? Ja, Sie bekommen, Moment, also Stern kommt einmal in der Woche, also die kommt wochenendlich. Ja. Und normalerweise kostet pro Ausgabe 4,70 Euro. Und was ist das Billigste, was Sie haben? Das Billigste ist TV, kann ich sagen, ist günstig. Horzu zum Beispiel kostet 59,80. Ja, da habe ich ja immer noch keinen Gewinn mitgemacht. Wenn Sie eine Frau haben, dann haben wir ein paar Frauen zum Beispiel für Sie, kostet 70,80 Jahrespreis. Nee. Ja, aber wenn Sie eine Frau haben, dann ist wirklich 70,80, das ist aber ein ganzes Jahr, ne? Nee, ich habe keine Frau. Ja, das leider, ne? Sonst günstiger wirklich haben wir nicht so viele. Also für Herren, für Männer. Na, dann würde ich den Stern ganz einfach nehmen. Moment. Auf 6 Monate, ne? 6 Monate kostet 122,20. Ja. Hallo? Ja? Ich höre Sie noch. Ja. Also okay. Ja, meinetwegen. Also klar, das ist wirklich beliebt und wird immer wieder gern gelesen. Das hat man alles drin. Aktuelle Berichte, Hintergrundwissen und jede Menge Spaß beim Lesen. Die kommt wochenendlich und Sie erhalten diese Fall gerade mal 4,70 pro Ausgabe. Also 122,20. Ja, dann nehmen wir die. Ja, dazu erhalten Sie völlig kostenlos unsere top aktuellen Filmgutschein. Das kann man doch machen, oder?
super. Dann jetzt aber ganz einfach. Wir schauen beide, dass ich auch keine Fehler mache. Sie bekommen jetzt alles schwarz auf weiß nach Hause, damit Sie das natürlich alles auf Herz und Nieren prüfen können. Mhm. Sie haben bei uns keine Kündigungsfristen. Das heißt, nach dem 6. Monat können Sie Monat für Monat immer selbst entscheiden, ob Sie weiterlesen möchten, was Neues ausprobieren oder ganz aufhören. Mhm, okay. Herr Steiner. Wir gehen bei Sie in Vorkasse, das heißt, bei uns erhalten die Ärzte ihr Begrüßungsschreiben und erst 14 Tage später ziehen wir den Betrag ein, damit Sie auf dieser sicheren Seite. Mhm. Deshalb meine Frage, bei welcher Bank sind Sie? Berliner Sparkasse. Berliner Sparkasse? Ja. Okay, haben Sie IBAN-Nummer bitte? Da habe ich eine IBAN, ja. Ja. So, dann beginnen wir mal das überall geliebte IBAN-Spiel. Hallo? Hallo. Ja? DE? Ach so, ich soll die aussuchen jetzt schon. Ja, warten Sie denn, ich komme gerade aus dem Urlaub, da muss ich mal gucken. So. Ah ja, genau. Das ist dann die DE. Ja. Dann die 43100500009200018963. Moment. 43? Mhm. Ja. Dann die 100500009200018963. Moment. Ich habe nur zwei Hände, ne? 43? Gehen Sie langsam, bitte. Ja, das ist dann die, also nochmal von vorn, ja? DE43. Ja, dann die 1. Ja. Dann die 0. Haben Sie? Ja. Dann noch eine 0. Okay. Dann die 5. Haben Sie? Ja. Können Sie mir. Denn die 0? 5, 0, ne? Genau, die 5, 0. Ja. Denn noch eine 0? Haben Sie? Ja, weiter. Denn noch eine 0? Okay. Denn noch eine 0? Hallo? Ja, haben Sie? Ja. Dann die 9? 9? Dann? Dann die 2? Haben Sie? Ja. Dann die 0? 0? Noch eine 0? Haben Sie? Ja. Dann kommt die 1? Okay. Dann die 8. Weiter. Dann die 9. 9? Ja. Haben Sie? Ja. Dann eine 6. Okay. Und zum Schluss die 3. Ne, eine fällt. 431-00. Die 43100, genau. Mhm. Dann die 500. Ja. Noch eine 0. Ja. Dann noch zwei Nullen. Noch zwei Nullen. Mhm. Also 5 0. 5 mal 0. Moment. Genau, also die 5 und 5 mal die 0. Landesbank Berlin, Berliner Sparkasse. Genau. Stimmt, ne? Genau. Okay, alles klar, dann machen wir eine Aufzeichnung. Mhm.
Herr Steiner, da wir großen Wert auf Qualität legen, zeichne ich das Gespräch mit auf. Damit ist sie einverstanden. Ja? Nee, müssen Sie mit Ja antworten. Ach so, das haben Sie nicht gesagt. Dann antworte ich mit Ja. Okay. Vielen Dank. Ihr Zeitschriftstand, in dem wir auf die Braunschweiger Straße 0 steht hier. Aber warum? Braunschweiger Straße, welche Straße haben Sie denn? Die Braunschweiger Straße ist richtig, ja. 60? Nee, die ist richtig, sage ich. Die Hausnummer ist 77. 77? Ja. Alles klar. Moment mal kurz. Dann. Moment kurz. Alles klar, machen wir von Anfang an, weil das war Fehler, ne? Sorry. Okay. Herr Steiner, da wir großen Wert auf Qualität legen, zeichne ich das Gespräch mit auf. Damit ist sie einverstanden. Ja? Herr Steiner, müssen Sie mit Ja antworten? Ach so, ja, ja. Vielen Dank. Der Zeitschriftstand sehen wir auf die Braunschweiger Straße 77. 12055 Berlin und Sie sind Herr Gerold Steiner, richtig? Ja? Ja, ja. Ich benötige zum Abgleich bitte Ihr Geburtsdatum. Das Geburtsdatum ist der 17.07.93. 17.07.? Geburtsjahr? 93. 93, alles klar. Wunderbar, Herr Steiner, Sie erhalten dann vor zunächst 6 Monate Zeitschriftstand. Wir vereinbart buchen für das erste Halbjahr 2020 von Ihrem Konto bei der Landesbank Berlin, Berliner Sparkasse mit der IBAN DE 431 00500009 2001 8963. Wie bitte? Da war eine 0 zu viel. Nein. Doch, da haben Sie eine 0 zu viel vorgelesen. Also 5 mal 0, ne? Genau, ja. Das stimmt aber. Sie haben 6 mal 0 gesagt. Ach so, okay. Ab der Jahresbetrag, okay, soll ich nochmal sagen? Sie können nochmal sagen, wenn Sie möchten, ja? DE 431005. 00 00 92 00 18 963 ab. Der Jahresbetrag beträgt 244,40. Sie entscheiden dann selbst, ob Sie nach 6 Monaten die Zeitschrift weiterlesen möchten oder nicht. Nach dieser Bezugszeit geht das Ganze in ein Open-End-Abo. Kann ich da auch gleich für 12 Monate machen? Wie bitte? Kann ich da auch gleich für 12 Monate machen? Sie können, wenn Sie nicht kündigen, Sie können, ja, das geht automatisch, ja klar, ne? Ach so, das geht automatisch, das hatten Sie vorher nicht gesagt. Doch, habe ich schon gesagt. Ach so, dann habe ich das nicht mitbekommen. Ja. Also Sie können Monat für Monat immer selbst entscheiden, ob Sie weiterlesen möchten oder nicht, ne? Genau, ja. Deswegen. Das heißt, Sie können jedes Monat nach 6 Monaten selber kündigen, wenn Sie wollen. Wenn Sie nicht wollen, weiterlesen. Na, ich dachte monatlich. Nein, monatlich ist nicht. Vorhin haben Sie gesagt, monatlich kann ich das kündigen. Ja, genau. Nach den 6 Monaten. Ach so, nach den 6 Monaten. Okay, so kam das nicht rüber. Wollen Sie jetzt für ein Jahr oder wie? Vor 12 Monaten? Ja.
Gut, dann machen wir schon. Ist kein Problem. Dann müssen wir Aufzeichnung von Anfang an machen, ne? Ach so, oh, okay, dann machen wir noch mal. Herr Steiner, da wir großen Wert auf Qualität legen, zeichne ich das Gespräch mit der Aufnahme. Sind Sie einverstanden? Ja. Ja, Vielen Dank. Herr Zeichenstein, stehen wir auf die Braunschweiger Straße 77, 12055 Berlin und Sie sind Herr Gerold Steiner, richtig? Ich benötige zum Abgleich bitte Ihr Geburtsdatum. Das ist der 17.07.92. 92. Jetzt haben Sie gesagt 93, ne? Oh, ja, nee, 92 ist richtig. Aha. Bravo. Wunderbar, Herr Steiner. Sie erhalten dann vor zunächst 12 Monate die Zeitschrift Stern. Wie vereinbart, buchen wir für das erste Halbjahr 120/20 und für das zweite Halbjahr 120/20 von Ihrem Konto bei der Landesbank Berlin, Berliner Sparkasse mit der IBAN BE 431005 00 0009 20018963 ab. Der Jahresbetrag beträgt 244. Sie entscheiden dann selbst, ob Sie nach dem 12. Monat die Zeitschrift weiterlesen möchten oder nicht. Nach dieser Bezugszeit geht das ganz klein Open-End-Abo, aber Sie haben dann jederzeit die Möglichkeit, das Magazin von Ausgabe zu Ausgabe abzubestellen. Und Sie sind keinerlei Kündigungsfristen gebunden. Ihre Konditionen bleiben im Falle einer Weiterbelieferung selbstverständlich erhalten, also der Preis und die Freihauslieferung. Die Belieferung und die Abo-Verwaltung erfolgt durch Medienservice-Promotion GmbH. Als besonderes Geschenk erhalten Sie unseren Gutschein von Video City im Wert von 59,88 €. Der Gutscheincode ist in Ihrer Begrüßungsmail enthalten und die Freischaltung erfolgt direkt nach der ersten Zahlung. Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Freude damit. Alles, was wir besprochen haben, bekommen Sie selbstverständlich noch einmal schriftlich zugeschickt in Form einer Auftragsbestätigung. Ich habe Haben noch Sie eine davor eine Frage. E-Mail-Adresse? Ich habe noch eine Frage. Ja? Wo haben Sie eigentlich die Werbeerlaubnis her? Welche Erlaubnis? Mich anzurufen. Ich habe dafür, soweit ich weiß, keine Genehmigung erteilt. Wie meinen Sie denn? Sie machen gerade Kaltakquise. Das ist ein Cold Call, was Sie hier machen. Sie haben teilgenommen bei uns. Nein, bei Ihnen habe ich definitiv nicht teilgenommen. Eigentlich schon. Nein, und ich habe Ihnen auch nicht erlaubt, mich anzurufen. Die Daten sind aus einer illegalen Datengrabber-Webseitenquelle. Das heißt, Sie rufen mich illegal an. Sie haben die Daten gekauft, ohne einen Opt-in zu besitzen. Das ist nicht unsere Sache, ne? Das ist schon Ihre Sache. Sie dürfen mich nicht einfach so anrufen. Wollen Sie jetzt Magazin haben und unsere Gutschein oder nicht? Ganz bestimmt möchte ich Ihr Papier nicht haben. Ja, warum? Ja, warum sollte ich? Sie rufen mich illegal an. Wie soll ich Ihnen anrufen, Gottes Willen? Ich kann Ihnen auch erklären, dass ich ganz genau weiß, dass Sie mich illegal anrufen. Der Herr Gerold Steiner existiert gar nicht. Wie meinen Sie denn? Ich habe diese Daten im Internet einmal veröffentlicht und Ja. jetzt bekomme ich täglich hunderte Anrufe von verschiedenen Callcentern, die keine Werbefreigabe haben, um mich anzurufen. Normalerweise wäre es so nach dem neuen Datenschutzgesetz, dass jedes Callcenter, was mich anrufen möchte, vorher von mir entweder eine schriftliche Genehmigung benötigt, und zwar wirklich jedes einzelne Callcenter, oder allerdings das Callcenter kann, wenn ich mich hier online registriere, über einen Automaten meine Festnetznummer anrufen zum Beispiel und mir einen PIN durchgeben, den ich dann dort eingebe und das ist dann wie eine digitale Unterschrift. Jeder andere Weg, mich anzurufen über ein E-Mail-Opt-in oder einfach, dass Sie die Nummer erhalten haben, ist illegal. Es ist ein illegaler Werbeanruf. Okay, das wissen wir wirklich nicht. Tut mir sehr leid für Sie. Schönen Abend noch. Alles klar.
Tschüss. Immer wieder das Gleiche. Dass der Anruf rechtlich einfach nicht erlaubt ist. Davon will niemand etwas wissen. Leider ist es hier oft so, dass die Mitarbeiter, die am Telefon sitzen, wirklich keine Ahnung haben, was sie für einen Job haben und woher die Firma diese Daten hat. Wie dem auch sei. Dieser Anruf war wie alle anderen nichts anderes als eine Abzocke. In diesem Fall sogar eine mehr als schlechte. Man bekommt einen ollen Gutschein, der keine 50 Euro wert ist, obwohl er 50 Euro laut der Tante wert sein sollte. Und ja, noch eine schöne Zeitschrift dazu. Das Witzige, im Verlauf des Gesprächs wollte sie sogar die Zustimmung von mir, dass ich ihr das bestätige, was das für ein tolles Angebot ist. Ich hoffe, dass niemand von euch auf so etwas reinfällt. Informiert am besten all eure Freunde, Bekannte und besonders die ältere Generation, dass sie einfach auflegen sollen, wenn so jemand anruft, den sie nicht zuordnen können. Im schlimmsten Fall helft euren Mitmenschen, einen Telefonnummernwechsel zu veranlassen. Ruft dazu einfach beim Telefonanbieter an und dieser kann eure Telefonnummer wechseln. In der Regel ist man dann die Anrufe los. Führt aber leider auch einen Haufen Arbeit mit sich mit. Die Telefonnummer muss natürlich wieder bei allen bekannt gemacht werden, die sie auch haben müssen. Ich hoffe, euch hat das neue Video gefallen. Ein Däumchen wäre wie immer ein Träumchen. Wir hören uns im nächsten Video.